Ja, wir haben hier ein wunderbares kleines Filmset aufgebaut. Klein, aber fein. Und was sagt uns das? Das Weltall, unendliche Weiten, würde ich sagen, sagt uns das? Hm? Die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, neu verfilmt von Dr. Caroline Kebekus. Ah, du gibst uns jetzt für diese Neuverfilmung die Direktrice. Und Hennes, du bist Captain Kirk. Sehr gerne. Kein Zweiter kann stundenlang seinen Bauch unter einem sehr engen Kostüm so einziehen wie du. Vielleicht noch ich. Welchen Bauch? Ich weiß nicht, von was er spricht. Und Lars, du bist Mr. Spock. Oh. Bulgarien kommt eigentlich aus Berlin, das weiß noch keiner. Und ja, ich mach mal den Sessel, würde ich sagen. Verzeihung, die Brücke des Raumschiffes Enterprise frei. Begebt euch doch mal vielleicht in eure kleinen Kostüme, die man euch hingelegt hat. Okay. Wir gehen einfach mal raus und gucken von hinten zu. Und ich übergebe die Regie an dich. Absolut. Ja, du kriegst noch einen Regiestuhl, guck, da kommt er. Ah, sehr gut. Ja, ohne geht nicht. Jetzt macht die mal zur Sau, die Jungs. So, Leute, dann zieht euch erstmal um, ne? Oh. Ich muss ihm, glaube ich, mal ein bisschen in die Pelle helfen hier. Leute, so ein Film wird das aber nicht, ne? So. So, super. So, gut, Leute. Also ich würde sagen, wir fangen an. Wir drehen natürlich eine Folge. Enterprise ist klar. Ich glaube, ihr geht einfach mal zum, da ist euer Raumschiff. Ihr landet auf einem fremden Planeten und dann guckt ihr einfach mal, was kommt, ne? Okay. So. Und bitte. Jetzt darf ich das endlich mal machen. Ja. Spock! Oh. Spock, was ist mit Ihnen los? Ich habe Fußball geguckt. Der Weltraum. Die Klingonen gegen E.T. Okay. Nee. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Wir sind auf einer... Wir sind auf einer Mission, um intelligentes Leben zu finden. Im Weltall. Wir waren schon überall. In Amerika, in Mecklenburg-Vorpommern, nirgendwo Spuren von intelligentem Leben. Spock, haben Sie etwas mir zu sagen? Ich habe hier was gefunden, das wird Sie sehr interessieren. Oh, ein Geräusch! Signale. Oh, ich glaube, wir haben einen Planeten gefunden. Faszinierend. Moment mal, ich muss mal mein Handy eben... Scotty, sind Sie bereit zum Beamen? Oh. Scotty! Ich glaube, er ist bereit zum Beamen. Okay. Ich nehme mal hier diese... Haben Sie hier ein iPod dabei? Kommt alles, her. Alles klar. Okay. Spock! Spock, ich bin total verspannt im Nacken. Könnten Sie mal Ihren vulkanischen Griff eben mal an mich anwenden? Also, bitteschön. Nicht so fest, ne? Entschuldigung. Sie wissen genau. Okay, ich glaube, wir sind dann bereit. Das macht er immer! Spock! Funktioniert! Funktioniert! Spock, wir sind bereit zum Beamen. Scotty! Ja! Beamen Sie uns runter! Ich glaube, wir beamen! Nicht anpacken beim Beamen! Ich glaube, das war's. Kann das sein? Wir sind schon da. Oh, Mann! Spock! Ja? Die Atmosphäre hat Ihr Ohr zum Abfaulen gebracht. Ja. Ich muss sofort eingreifen. Sind Sie in Ordnung, Spock? Schauen Sie mal selber nach, ob Sie in Ordnung sind. Moment, ich frage mal meinen geheimen Computer. Alles in Ordnung. Wunderbar. Spock! Wunderbar. Spock! Hier, irgendwo muss intelligentes Leben sein. Ja. Hier, irgendwo in hier nicht. Ah, hier.
Ich gucke. Was für eine Spezies. Das sind Homosexuellians. Wir müssen uns in Acht nehmen. Verdammt, sind wir etwa wieder in Köln gelandet? Das war, also, ja? Also, das war echt supi. Ja. Aber es geht noch supierer. Oh, weil, also, das ZDF hat angerufen und die sind echt interessiert. Nur wir müssen uns ein bisschen anpassen an das Ganze. Vor also, wir müssen ein bisschen älter spielen. Habt ihr gehört? Ein bisschen älter spielen. Älter spielen? Älter. Ja, also, älter spielen. Ihr da hinten. Älter spielen? Bisschen ah, ja. Also, die zigste Staffel. Habt ihr verstanden? Damit ja, genau. Wir das auch verkauft Aua. Kriegen, Leute. So. Okay, Eltern. Ganz vorsichtig. Wir müssen das auch verkauft bekommen hier. Also. Ja, okay. Nochmal in alt. Echt! Das sind die Abenteuer vom Raumschiff Altenheim. Captain Rademann und seine Crew begrüßen Sie auf dem Skipper. Und wir wollen jetzt mal hören, was es in der Kombüse so alles gibt. Scotty! Hallo? Hallo? Beamen! Was? Dann mach den Treppenlift klar! Verdammte Scheiße! Los hier! Beamen! Schnell, schnell, schnell! Oh, oh. Schnell! Oh. Schnell, bevor das Geräusch zu Ende ist! Schnell! Heuch! Heuch! Was ist los? Ach, oh, Scheiße! Das war jetzt, Entschuldigung, das war jetzt. Oh. Oh. Nachher kommt es noch zur Explosion in der Atmosphäre. Hä? Was? Was? Wieso? Versteh nicht! Guck mal, ob hier noch wer ist! Faszinierend! Was denn? Das sind ja Hängebusianer! Besser ist ja nicht! Wo sind wir hier? Leute! 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 Was denn? Nee, super! Echt! Was denn? Ey, ganz, ganz cool! Ich hab echt alles gefühlt, es war super. Ja, haben wir ja. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Glamour, so ein bisschen mehr Gucci, Prada. Macht mir das Ganze mal einfach mal als Modenschau. Als Modenschau! Ja. Okay. Alles klar? Modern, immer diese modernen Sachen. So, wie als wenn ihr in Düsseldorf wärt. Ach du Scheiße! So, und Action! Hallo! Das sind die Abenteuer vom Raumschiff Düsseldorf. Wir haben unendliche Oberweiten. Oh. Ja, Baby. Oh, hallo. Jawohl. Na? Ja. Na, Captain. Die sehen gut aus heute. Spock, Spock. Okay. Ich muss mal eben mein Deutsch- und Gabbana-Handy aufmachen. Okay. Scotty! Ich guck mal, wie das Licht ist. Ja, alles klar. Sind wir bereit zum Beamen auf den Planeten Kö? Ja, okay, dann beamen wir mal runter. Warte mal kurz. Spock an Laufsteg. Spock an Laufsteg. Okay, wir können. Okay, wir können. Dann mal ab. Los. Zwei, drei. Drei und.
volles Logbuch. Wir erwarten hier in Kürze die Ankunft der Außerirdischen. Mal sehen, wie dieses Mal der Trend sein wird hier im All. Oh, da kommen sie auch schon. Oh, in einer wunderbaren Kombination. Schauen Sie sich das an. Eine ganz tolle Kombination.